Tja, man kann im Sommer auch einen intelligenten Blumenkasten pflanzen, von dem man mehrere Jahre was hat, indem man Blumen und Kräuter hier bunt gemischt reinsetzt. Wichtig ist, wenn man hier Blumen auswählt, dass man keine gefüllten nimmt. Das ist ja immer das Problem bei den schönen Hausbepflanzungen, die man oft mit Geranien oder Petunien hat. Da haben aber unsere Insekten und unsere Bienen nichts davon. Die brauchen die ganz einfachen, die ungefüllten Blüten. Und natürlich brauchen sie auch schon jetzt im zeitigen Frühjahr was, wenn es warm wird und wenn sie rauskommen. Und gut geeignet ist da so eine Aubrezie, ein sogenanntes Blaukissen. Da hat man über mehrere Jahre was davon. Oder natürlich auch die Schleifenblume. Und man sieht die schönen kleinen weißen Blüten. Da haben die Bienen einfach Gelegenheit, Nektar und Pollen einzusammeln. Dazwischen setze ich jetzt hier noch einen Lavendel. Der kommt dann im Sommer zum Blühen. Und natürlich hat er auch die schönen Blüten. Und es ist auch mehrjährig. Und dass der Kasten auch noch nach unten bewachsen wird, habe ich hier einen Rosmarin ausgewählt, einen hängenden oder einen kriechenden Rosmarin, der nach unten wächst, und hier noch ein Bohnenkraut dazu. Also erstens mal verströmt dieser Blumenkasten einen wunderbaren Duft. Wir haben Blüten das ganze Jahr über und sie haben ihre Kräuter, die sie in der Küche gleich verwenden können, immer nah bei sich. Nochmal ergänzt einfach mit jetzt mit so Frühlingsblühern wie dem Blaukissen und der Schleifenblume. Spricht natürlich nichts dagegen, wenn Sie am liebsten Schnittlauch essen, dass Sie da auch einen Schnittlauch mit reinpflanzen oder Petersilie, was einfach gut ankommt bei Ihnen. Aber beim Schnittlauch würde ich Ihnen dann empfehlen, dass Sie den auch zur Blüte kommen lassen, denn auch der Schnittlauch hat ganz tolle lilafarbene Blüten und Sie haben dann einfach das gute Gefühl, Sie haben ein schön geschmücktes Haus und Sie haben aber auch gleichzeitig was für unsere Insekten getan. Ja. Es gibt nicht nur schöne Blumenkästen, sondern es gibt auch intelligente Blumenkästen, die das Haus schmücken können. Intelligent bedeutet in dem Zusammenhang, dass sie nicht nur einen schönen Schmuck haben, sondern dass sie für sie von Nutzen sein können und sie gleichzeitig aber auch noch was für unsere Insekten tun können. Sie können sich überlegen, ob sie ja einfach nur eine Blüte draußen haben wollen, an der sie sich erfreuen. Oder ob Sie versuchen, in diesem Blumenkasten, den Sie an Ihrem Haus anbringen, für Sie einen Nutzen ziehen können, indem Sie zum Beispiel Kräuter mit reinpflanzen, die Sie in Ihrer Küche verkochen können, die Ihnen Wohlgeschmack bringen, auch tolle Inhaltsstoffe bringen. Und dann haben diese Blüten aber auch immer noch die Angewohnheit, dass sie für unsere Insekten sehr wertvoll sind. Insekten gehen am liebsten an ungefüllte Blüten, denn da können sie leicht an den Pollen und an den Nektar kommen. Wir haben auch noch das Problem bei den gefüllten Blüten, dass die oft gar keine Pollen mehr haben, dass es also gar nicht rentiert für die Biene, dass sie dahin fliegt und was einsammelt. Und so sollte man doch versuchen, diese verschiedenen Vorteile, die so ein mit Kräutern und einfachen Blüten bepflanzter Blumenkasten bringt, eigentlich für uns alle zunutze zu machen, für die Insekten, für uns und auch für unseren Hausschmuck. Ein weiterer Vorteil ist, wenn Sie ihn einmal bepflanzt haben, können Sie ihn eigentlich über mehrere Jahre stehen lassen. Die meisten Kräuter, die da drinnen sind, sind winterhart. Natürlich halten die im Blumenkasten nicht so viel aus, als wenn sie in der Erde drinnen wären, aber man kann den Kasten dann nehmen und kann ihn im Winter an eine geschützte Stelle stellen und braucht ihn im Frühjahr eigentlich nur wieder aufs Fensterbrett stellen. Man kann natürlich den ein oder anderen Blüher dann ersetzen, kann was Frisches reintun, wenn man es möchte, aber so das Grundgerüst ist eigentlich immer vorhanden und Sie können es jedes Jahr wieder nehmen und müssen nicht im Herbst Ihre Blumen auf den Mist werfen oder auf den Kompost, sondern Sie haben sie immer wieder und Sie haben sie vor allen Dingen als guten Geschmack auch immer in Ihrer Küche. Ja, Sie müssen darauf achten, wenn Sie es bepflanzen, gerade diese kleinblütigen Thymianarten zum Beispiel, die sind sehr wertvoll für unsere Insekten. Oder auch wenn Sie den Schnittlauch drinnen haben, wenn Sie den blühen lassen. Die Blüten, die da rauskommen, die werden von den Hummeln sogar angeflogen. Achten Sie einfach darauf, dass Sie eben kleine Blüten haben, die ungefüllt sind. Da haben die Insekten große Freude dran. Aufpassen müssen Sie auch, dass Sie ja die gleichen Vorlieben der Pflanzen in einen Kasten zusammenpflanzen. Also mit einem mageren Boden und trocken gehalten, wie eben Thymian, Rosmarin, Salbei, dass Sie ein Lavendel noch dazu, vielleicht, dass Sie diese Sachen zusammenpflanzen und wenn Sie es eher ein bisschen im Halbschatten auch haben,
eine Zitronenmelisse, ein Basilikum, eine Pimpinelle, diese Dinge, die es eher feucht und humoser lieben, dass die in einem anderen Kasten zusammen sind, sodass man die Bedürfnisse der Pflanze auch beachtet und dass sie dann gut gedeihen und schöne Blüten hervorbringen und auch gute Kräuter, die in der Küche gut verwendet werden können. Ja, die Landfrauen sind immer noch gut mit altem Kräuterwissen auch gesegnet, denn wir haben auch die Möglichkeiten gehabt, immer in unseren Häusern und Scheunen, auch schon für den Winter, ja, ich sehe mich da fast ein bisschen in der Tradition einer Hildegard von Bingen. Es war bei uns einfach die Medizin am Land, waren die Kräuter, die hier waren, und man hat das Kräuterwissen von den Großeltern weitervererbt bekommen. Ob das jetzt die einfache Kamille ist oder ob das die Minze ist, es gab eigentlich ja keinen Tee im Päckchen, den man sich gekauft hat, sondern diese Dinge hat man gesammelt und hat es zusammengetragen, hat es aber auch lagern können. Es ist immer abhängig davon, habe ich den Platz, sowas zu trocknen und zu lagern. Und das ist am Land einfach immer leichter gewesen als in einer Stadtwohnung. Und darum denke ich, hat sich auch dieses Wissen und die Tradition des Kräuterverwendens bei uns am Land einfach gehalten und von Generation zu Generation weitervererbt.